eure Videos. Hallo Gemeinde, Folge 278 läuft. Ich wünsche viel Spaß. Wir müssen diesen Peugeot da aber erst noch vorne bahnen lassen. Und das Problem daran ist, er weiß es erst jetzt. Alter. Eine Abfahrt, die gleichzeitig eine Auffahrt ist. Eine Auffahrt, die gleichzeitig eine Abfahrt ist. Es gibt eigentlich ständig Stress, ne? Ist halt blöd, dass wenn man auffahren will, dass man in den Spiegel guckt, um zu sehen, was hinten passiert. Ja, da ist sogar das Radio ganz excited. Puh, dieses Video ist aber auch nichts für Unterbelichtete, wa? Richtig, da hat KPI ja voll. Sehr gut mitgedacht, Musik aus, falls ein Clip für Sascha entsteht. Sehr gut. Ich weiß nicht, hat er seine Brille zu Hause vergessen? Kind, fahr rüber. Halleluja. Dann haben wir jetzt was für Sascha. Weißt du, mit 18 mit Adleraugen, da machst du deinen Sehtest für einen Führerschein und mit 80 fährst du immer noch mit den gleichen Augen rum und niemand hat's kontrolliert. Leute, das ist nicht richtig, ganz ehrlich. Hilfe. Hä, was passiert da? Der dreht irgendwie in die Auffahrt als Geisterfahrer hoch, um hier wieder runterzukommen. Hat er da hinten die Ausfahrt verpasst oder was? Kerl, was da? Was? Ah! Da vorne steht dieser Schwachkopf an der Schranke rechts, beugt sich rüber und guckt, ob der Zug kommt. Er quetscht sich an der Schranke dran vorbei und geht rüber. Ich glaube, man konnte es mittlerweile sehen. Und jetzt quetscht er sich an der anderen Schranke durch. Ne, guck dich mal. Natürlich guckt er nicht. Das ist ein cooler, das ist ein richtig cooler. Ich bin unsichtbar, nennt Spyrex das Video. Oh, Leute. Zack. Oh, ich hab dich gar nicht bemerkt, weil ich jetzt darüber geguckt habe. Oh, oh, Kopfsteinpflaster. Gibt's das auch in schön? Ah, so ist schön. Und wieder ist die Hose voll. Boah, wenn ich mal dem Geringsten den Außenspiegel bedienen kann, ne? Der sollte zu Hause bleiben, echt. So ein Penner wie in diesem Video rafft es doch erst, wenn ihm einer in die Karre gefahren ist. So ein Drecksack. Ja, beruhigt euch, beruhigt euch, beruhigt euch. Habe ich jetzt auch gemacht. Die Sonne steht ziemlich tief. Das erkenne ich daran, dass dieser Schatten von unserer Kamera so weit nach vorne geht. Ja, steht tief. Wahrscheinlich blendet es auch wie die Sau. Aber er hat wahrscheinlich auch einen saudreckigen Spiegel. Der musste dieses Scheißding mal sauer machen. Hat dieses f***ing Discord nöselt hier auch noch rein. Ja, naja, jedenfalls haben sie sich nicht berührt. Hey. Das hier ist eine Ausfahrt auf einer Autobahn Richtung Dortmund, Richtung Berlin. Ja, und was soll ich sagen? Der wollte da anscheinend nicht hin. Jetzt eiert der hier als Gegen... Nee, als Geisterfahrer im Gegenverkehr über Gras. Hallo? Also manche sind absolut schmerzfrei, oder? Kurz mal Biologie. Jawohl. Ich glaube, jetzt war ich doch drüber gekommen. Das wollte ich nicht. Oh, nee. Aber er merkt noch, wenn er noch von vorne kommt, dass er den Platz machen muss. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Von hinten aufrollen. Geil! Das hätte jetzt fast geknallt. Von hinten aufrollen müsste es. Schauen wir mal da zum Polo. Das Fenster hinten zugehängt mit so einer schwarzen, mit einem schwarzen Handtuch oder was. Ja,
alles schön und gut, das arme Kind soll nicht in die Sonne gucken, aber da gibt's auch andere Sachen, die dann trotzdem noch durchsichtig sind, weil so kannst du keinen Schulterblick machen. Ibis und der weiße PKW vor ihm möchten links abbiegen, deswegen haben sie sich auf der Linksabbiegerspur eingeordnet. Aber andere kriegen das irgendwie nicht hin. Ach guck mal, jetzt ist es schon dreispurig links abbiegen. Und so, meine Freunde, biegen wir nicht ab. Oha, awesome. Wenn ich das lese, denke ich an den unangenehmen Clip vom letzten Mal. Aber dieser hier wird auch nicht besser. Diese Gesellschaft geht den Bach runter. 130 bei dickem Regen? Alter, es sind Autos und kein Boot. Und trotzdem sind 130 bei Nässe erlaubt. Habe ich noch nie gesehen, so ein Schild, glaube ich. Ach, wer weiß, was hier passiert ist, aber vielleicht waren 130 bei Regen doch zu schnell. Hast du da noch einen Hund bei dir? Alter! Hast du das auch gehört? Jo, hab ich gehört. Habt ihr es auch gehört? Roman redet natürlich mit seinem Telefonpartner. Und jetzt alle mitsprechen. Da sind bis zu 10 Bar Druck drauf. Und wenn die fliegen gehen, das fühlt sich so an, als wenn die Faust Gottes deinen LKW trifft. Ganz genau, das habt ihr schön gemacht. Ich glaube übrigens, dass der auf der rechten Seite weggeflogen ist, denn da zieht der LKW auch hin und das ist meiner Erfahrung nach oft dann der Fall. Der nächste Parkplatz ist meiner. Ich bin gerade am Zittern. Nussi hatte schon lange den Warnblinker an und es kam auch schon im Radio, dass hier Stau ist. Kriegt halt nicht jeder mit. Als LKW-Fahrer kannst du ja so weit gucken. Du siehst ja so früh, dass gleich auf der linken Spur gleich alles zum Stehen kommt. Vor allem auf zweispurigen Straßen. Es passiert halt immer wieder, auch wenn kein Stau ist, weil die Leute halt zu dicht auffahren. Wie gesagt, es passiert immer wieder. Und ich als LKW-Fahrer habe das ja wie früh genug gesehen und bin dann schon direkt rüber auf den Standstreifen, damit die Leute ausweichen können. Und das haben sie dann auch immer gerne genutzt. Also wer die LKW-Videos von mir fleißig geguckt hat, der wird das auch mitgekriegt haben. Ja, und dass hier natürlich eine ganze Truppe rausgesprungen ist aus dem Auto und erstmal da die Hälfte davon Videos gemacht hat oder was auch immer. Naja, so eine TikTok-Karriere baut sich nicht von alleine auf. Auch so ein Manöver, wo ich gar nicht denke, dass das schief gehen kann. Es geht um den Typen da von der Gegenseite. Wie kommt der auf dieses schmale Brett? Was kann man denn hier dran missverstehen? Okay, da kam er irgendwie entgegen. Ja, okay, einiges, weil die weiße Linie ist nicht durchgestrichen. Ja klar, er knallt auch bei Rot durch, aber komm, da geht's gar nicht drum, schenken wir ihm. Aber jetzt hier der Gegenverkehr, der hat aber auch Rot. Ich weiß, das ist ja auch in Hamburg, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Max, da gehen ja diese Alter, Raketen, Oma. Diese Böller hoch, ne? Alter, was geht? Die signalisiert. Und wenn ihr nun gerade an der Schnauze von einem LKW rauskommt, Gas geben! Dem LKW-Fahrer ist das total egal, der freut sich, wenn ihr Stoff gebt. Und noch einige Meter vor ihm dann auf die Bahn zieht. Nicht direkt vor die Schnauze ziehen. Das sollte auch klar sein. Hier, so wird's gemacht.
Straße trocken, drauf den Socken. Geht natürlich nur, wenn du auch genug Dampf unter der Haube hast. Allseits gute Fahrt, macht's gut. Tschüss.